Sag mal, warum geht das so schwer? Wichsteil. Es gibt tatsächlich seit längerem eine Sache, die mich immer so ein bisschen stört, seitdem ich hier diese Filme drehe. Was sind da so normale Dinge? Na klar, ich zeige euch, wie ich etwas an der Formatkreissäge zuschneide. Etwas abzurichten passiert natürlich auch relativ häufig bei meinen Videos. Ja, und wenn es um Massivholz geht, dann darf natürlich die Pendelsäge auch nicht fehlen. Denn mit der, peng, schneide ich natürlich auch hin und wieder ein bisschen Massivholz auf die grobe Länge zu. Ja, womit genau habe ich denn jetzt ein Problem, was mich so die letzten Jahre gestört hat, was ich mit diesem Video, mit diesem Projekt hier verbessern möchte? Hierbei handelt es sich um die Kameraperspektive. Ich möchte euch nicht immer nur die normale schräge Draufsicht von oben auf etwas zeigen. Ich möchte euch auch manchmal so ein bisschen in die Waagerechte bringen, in die Senkrechte, damit ihr halt eben manche Arbeitsprozesse noch ein bisschen besser mitverfolgen könnt. Und mit dem Setup, was ich eben jetzt habe, ist das nicht ganz möglich. Und da seht ihr auch schon genau das eigentliche Problem. Ja, und was genau habe ich denn heute vor? Die einen oder anderen werden sehr wahrscheinlich schon wissen, was heute in diesem Projekt gebaut wird. Es wird natürlich meine Ausführung, so wie ich es bauen werde. Und zwar wird das hier mein neues Kamerastativ, mit dem ich gerade mit diesem Auslegerarm viele Möglichkeiten habe, um besser etwas ablichten zu können, wenn ich dann halt eben an so einer schönen Maschine etwas zuschneide. Und darum geht es heute. Heute werden wir ein Stativ selber bauen, mit dem ich hoffentlich in Zukunft alle Perspektiven filmen kann, die ich halt eben gerne filmen möchte. Da das Ganze heute natürlich relativ stabil werden soll, werde ich meine letzten Multiplex-Reste verwenden, die ich noch habe. Und das ist dieses Brett hier tatsächlich. Das ist noch ein Stück Multiplex von meiner damaligen Werkbank, die immer ganz kipplig war. Hier ein kleiner Funfact. Da hat irgendjemand eine Knarre mal auf dem Karton gezeichnet. Ich weiß nicht, wer das war. Moment. Das hier sind noch die letzten Kampfspuren von der Multiplex-Platte. Ich sehe, hier sind sogar noch Leimreste drauf. Falsche Werkzeug. Passt mal auf, wenn ich das schleife, wie schön die Oberfläche wieder wird. Okay, ganz so schön wurde sie dann doch nicht mehr. Egal, wir werden es eh grün streichen, denn alles, was grün ist, muss gut sein. Definitiv. Wie fängt immer das beste Projekt an? Richtig, mit dem richtigen Sägeblatt. We need a Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel. We have a Schraubenschlüssel. Ach, der ist viel zu klein. Bin ich so dumm. Alter, der Schlüssel hängt doch. Alter, nee, das klappt mir, Kenner. Guck mal, da hängt er doch. Fun Fact, als wir umgezogen sind, hat mein Vater hat einen anderen LKW mitgenommen. Also, wir hatten tatsächlich zwei LKWs. Und der hatte so einen ganz alten LKW, der war, ja, gut in die Jahre gekommen. Da hat der Rückspiegel so hart gewackelt, dass er nicht gesehen hat, dass er mit dem LKW über meine Formatsäge gefahren ist. Ich glaube, 2 mm war das Teil niedriger und da ist er über den Schiebeschlitten, aber es ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Das ist echt schön, weil das wäre echt doof gewesen. So. Ein gutes Dachhohlkehlenzahnblatt. Irgendwo in meinem Apotheker. Ah, Alter, erster Griff wundert mich gerade ehrlich selber ein bisschen. Hier haben wir Rollen, die werden wir benutzen und anhand der Breite hier werden wir auch das ganze Format hier auslegen. Ich muss sowieso ein paar Maße aufschreiben. Mein Büro ist 5 Meter neben der Werkstatt. Deswegen werde ich das Ganze direkt richtig am Zeichenprogramm machen, weil es unterm Strich halt eben auch nicht wirklich länger dauert. Zack, Plan fertig, Material zu schneiden. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie tollpatschig ich mich gerade drangestellt habe, hier die Teile zuzuschneiden. Also ich merke, ich habe einige Wochen nicht mehr wirklich hier an den Maschinen gearbeitet. Das merke ich schon so ein bisschen. Nichtsdestotrotz werden wir das jetzt einmal verleimen, damit wir das einmal mit der Grundplatte nochmal verbinden können. Also überall ein bisschen Leim rein und dann einmal zusammenpacken und dann auf diese Grundplatte drauf. Oh, der Holzleim ist auch schon ganz ingerostet. Samo, warum passt denn das jetzt schon wieder so gar nicht? Das passt ja gar nichts. Alter, das nächste Mal mache ich es einfach eckig.
So ein kleines Stück Multiplex ist mal verblieben. Da muss ich jetzt schauen, dass ich hier alle nötigen Teile rausschneiden kann, damit wir oben dieses Verbinderteil zwischen senkrechter und horizontaler Strebe irgendwie bosseln können. Ich habe hier gerade mal zwei Schrauben vorbereitet, die habe ich ein bisschen abgelenkt. Die kann ich jetzt hier einkleben, dann habe ich gleich zwei schöne gusseiserne Griffe, mit denen ich dann das Ganze auch festhalten kann. So, machen wir mal weiter, hätte ich gesagt. Also wenn das da kippelt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Oh Gott, hoffentlich war das doch gute Idee mit dem Stativ. Ich werde jetzt erstmal hier ein paar Rollen unterschrauben, weil ich habe keine Lust, das Ding die ganze Zeit händig zu bewegen. Deswegen Rollen. So, drehen wir das Ding mal rum. Also vom Rollen ist es eigentlich gar nicht mal so wild. Ich habe die beiden Winkel einfach hier in das Aluprofil reingeschraubt, habe mal die Position markiert, gebohrt, kann es jetzt draufstellen und von unten verschrauben. Easy peasy. Warum geht denn das so verdammt schwer? Sag mal, warum geht das so schwer? Fixteil. Also Leute, ich habe es ein bisschen abgekürzt, denn ich glaube, die wenigsten von euch werden sich so ein Kamerastativ selber bauen. Ich zeige es euch jetzt einmal und dann muss ich sowieso gerade noch ein bisschen was herrichten. Da werde ich mal gerade schon ein paar Kameraperspektiven ausprobieren und euch zeigen. Also hier kommt das Stativ. 1,20 Meter Auslegearm, richtig geil. Anschläge vorne, hinten. Hier die Klemmmutter habe ich rausgenommen, weil die braucht man eigentlich gar nicht, weil wenn man es einmal so eingestellt hat, passt es sowieso. Die Klemmmutter hier ist logischerweise, um das Ganze hoch und runter zu fahren, ultra simpel. Einfach hier diese Schräge, weil man das Ganze eh in die Richtung bewegt, ist die Kraft auch entsprechend abgeleitet. Das ist auch ultra stabil unten verschraubt. Das Gewicht unten sind ungefähr 40 Kilo plus halt eben das bisschen Holz. Reicht locker, um hier diese Kamera drauf zu halten und auch ein bisschen mehr. Also das Ding ist wirklich ultra stabil. Der Stab hier ist 2 Meter hoch, viel zu hoch, aber stört mich nicht. Deswegen kann ich ihn immer noch später abflexen. Ich packe euch mal aufs Stativ drauf. Da kann ich mich jetzt sowas Schönes machen. Und ich kann euch jetzt auch ganz easy peasy gerade stellen. Ey, das ist doch toll. Das ist richtig toll. Ich kann euch endlich mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen. Jetzt kann ich euch auch mal hier das gut zeigen. So sieht die untere Absaugung aus. Bup. Geil. Ich muss das Sägeblatt hier wechseln. Deswegen kann ich den Format-Schiebeschlitten mal wegschieben. Oh, deswegen hat die ganze Zeit so schlecht abgesaugt. Das hier war nicht eingerastet. Wir bauen erstmal das Sägeblatt aus. Welches Sägeblatt nehmen wir? Sind alle stumpf. Zwei Meter Höhe sind jetzt auch kein Problem mehr. Ich glaube, ich muss sagen, die Höhe ist auch ganz cool. Ich gehe mal ein bisschen Holz holen.
Also ich liebe diese Funktion hier, liebe ich ja jetzt schon, ne? Also das funktioniert wirklich, wirklich gut. Ihr habt jetzt final gesehen, wie das Ganze mit dem neuen Kamerastativ aussieht. Das ist wirklich ganz, ganz cool, was ich damit jetzt für Möglichkeiten habe. Und das wird mir hoffentlich ein bisschen mehr Freude bringen bei den nächsten Videos, wenn ich die halt eben drehe. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.